Und ich hätte natürlich keine Möglichkeit gehabt, hier noch meine M16 rauszuholen. M4, Entschuldigung. Ich laufe jetzt einfach mal für 14 Zombies, müsste es noch reichen. Vielleicht auch nur etwas weniger. Vielleicht, also ich sage es einfach mal, für 10 Zombies sollte das doch eindeutig reichen. Na, wo bin ich denn jetzt hier? Ich glaube, das wird noch nicht die Stadt sein. Also wenn das hier die Stadt ist, dann, Entschuldigung, aber nee. Ja, sag ich ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir in der Stadt sind. Aber hey, vielleicht finden wir hier zumindest schon mal eine Flashlight. Aber bis jetzt habe ich hier noch keinen Zombie gesehen. Also das ist bis jetzt Gute. Ich will es nicht austesten. Ah, hier. Can of Ham. Die. Ja, das esse ich mal. Was hier? Notizia. Jetzt mal, dass man da nicht rein kann. Ich werde mich hier aber trotzdem jetzt wieder runter begeben, weil es mir hier persönlich irgendwie nicht gefällt. Aber mir gefällt das auch, wie man fällt. Block. Man wird so gesehen runtergeportet. Aber okay, das liegt vielleicht noch an der, also ich denke doch, dass es noch an der Beta liegt. Beziehungsweise Alpha, beziehungsweise irgendwas, was es hier auch immer ist. Müsste aber halt schon die Beta sein, weil... Naja, ist halt so. Weil es halt so sein müsste, Mensch. Das Gute ist, dass hier Zeug spawnt. Gespawnt ist. Das heißt, auf gut Deutsch ist jetzt nicht so schlimm, aber... Es wird wieder dunkler. Und ich weiß noch nicht, wie der erste Part im Dunkeln auf YouTube aussieht. Das ist das Problem. Aber ich glaube, wenn es jetzt dunkel wird, ich glaube, dann mache ich auch wirklich wieder einen Cut. Weil so lange Zeit hier im Dunkeln rumzurennen, das ist vielleicht doch ein bisschen blöd. Wow. Wurde gerade geschossen? Ich weiß gerade nicht, ob geschossen wurde. Das klang auf jeden Fall so ein bisschen danach. Egal. Ich wollte ja eh was essen, damit ich volles Essen habe. Okay. Naja, volles Essen war zwar zuerst nicht geplant, aber hey. Warum nicht? Ist das da jetzt ein Shop oder? Das ist ein Shop. Müsste zumindest ein Shop sein. Okay. Auf jeden Fall ein Zombie. Ein Beißer. Okay. Den können wir aber einigermaßen gut umgehen, denke ich. Wenn uns jetzt gleich verfolgt, na, dann schießen wir dem einmal in den Kopf und dann ist mit dem auch nichts mehr. Ich glaube, hier gehen nur wenige Leute hin. Also hier sind diese Gegend, weil, naja, wer erwartet schon, dass hier was Tolles spawnt, ne? Außer der Mr. High, der erwartet sowas natürlich. Der denkt sich, hey, weißt du, warum eigentlich nicht? Mist. Kommt jetzt auf mich zu? Die nicht, aber der andere. Rucksack. Und noch recht viel Zeug. Nein. Wasser.
Thunfisch und ein Medium Backpack. Okay. Aber eine Sache habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Eine scheiß Taschenlampe. Ich glaube, die haben meinen Ratschlag befolgt, dass hier jetzt im Laden eher sowas spawnt. Komisch. Weil ich den Part noch nicht hochgeladen habe. Naja. Vielleicht spawnt hier irgendwas zu... Oh. Wie? Scheiße. Ich darf die nicht zu nahe kommen lassen. Weil dann werden die Viecher unberechenbarer. Okay, ah, ein Hammer. Warte mal. Ich suche doch nach einer Flashlight, damit ich Licht habe. Scheiße. Warum finde ich denn alles außer eine scheiß Flashlight? Da müssen wir noch eine Flashlight viel öfters finden. Nein. Post Office. Das ist ein Post Office. Warum lang denn hier früher? Hey, ich glaube, die sind neu. Nein, das ist eine Note. Oh. Ich glaube, die Dinger sind neu, oder? Die müssten neu sein. Die sind mir bis jetzt auf jeden Fall noch nie aufgefallen. Ich kann mir ja später meine Videos anschauen. Aber naja. Müssen wir mal schauen. Einen Moment mal. Können wir darüber noch? Ich wollte gerade sagen, können wir hier nicht noch irgendwo rein? Und dann sage ich das da drüben. Das hier drüben. Und hier war dann auch eine Flashlight drin. Oder Bandages. Das ist auch nicht schlecht. Hier lag doch gerade was. Oder auch nicht. Ja, Mann, in der Bar hier spawnt zu wenig Zeug. Hier würde ich mich auch mal über den Hut freuen. Also ich meine ich das nur, also in der Aufnahme habe ich bis jetzt nur noch gar keinen Hut gefunden. Faszinierend. Ich bin mal schockiert. Nee, natürlich schießen wir jetzt nicht einfach auf den. Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Auch hier einfach lang, gut. Zum Glück, oh, verdammt. Zum Glück hatte hier jemand dran gedacht, ein Loch in den Zaun zu reißen. Jetzt klappen wir die hier erstmal nochmal tot. Au. Mann. Bleib doch liegen. Aber meine ich das nur, oder? Also, jetzt mal ernsthaft. Ich glaube irgendwie nur in dem neu freigeschalteten Gebiet lassen die Zombies Geld fallen. Und ich meine, da hat eben auch eine... Ich sage mal, eine alte Frau Geld verloren. Aber die neuen hier bis jetzt eigentlich noch nie. Also, ne, da war ich auch nicht mit dem Dr. C in der Militärbasis, oder? Oder war ich in der Militärbasis mit dem? Ich weiß nicht. Oder hier im... Hier muss doch bestimmt eine Flashlight... Hier ist doch bestimmt eine Flashlight. Guck mal, welcher Idiot. Nimm bitte sehr keine Flashlight mit den Wohnwagen. Ah, Mann. Welche Ignoranten. Und hier ist schon wieder so eine Note. Mist. Oh, da stand ein Zombie. Das ist mir ein bisschen zu spät aufgefallen. Naja. Kostet mich ja nichts, außer ein bisschen Zeit. Ein 9mm Magazin. Oh, wisst ihr, ich finde hier Munition, die noch total selten ist und alles. Aber meine Fresse. Eine Sache, die finde ich nicht. Eine kacken Drecks-Flashlight. Ich meine, warum auch? Was ist das denn? Da liegt doch was. Oder ist es einfach nur... Das sind einfach nur Texturen. Das sieht zuerst so aus, als würde irgendwas liegen. So bei Binoculars oder so. Oder Flashlights halt.
Mann. Und dann könnte ich noch ein bisschen in die Nacht hinein aufnehmen. Oh Mann. Na gut, ich muss jetzt gleich eh aufhören. Ich muss morgen früh raus. Ganz, ganz früh. Um 3 Uhr. Chips. Chips und in dieses Instant-Zeug. Aber kein nicht mehr. Was kann man dann trinken oder so? Ja, Suppe eher weniger. Die verletzt, ich bin verletzt. Ich warte noch bis zum Ende des Kampfes hier. Mal gegen zwei wird es vielleicht doch schon ein bisschen. Oder auch nicht. Das wäre gar nichts. Das war noch niemals ein Kampf. Das war einfach nur ein bisschen drauf rumgekloppt. Das ist aber ein neuer Zombie, das weiß ich. Der droppt ja auch kein Geld. Droppt mir irgendwie kein Geld. Mein. Soll ich mal einmal? Habe ich getroffen? Ja, ich habe getroffen. Yay. Hat sich zwar überhaupt nicht gelohnt, aber hey. Tod ist tot. Knüppeltrupp. Nur um nochmal sicher zu gehen, ne? Jetzt schaue ich mal. Hier in der Nähe ist eine Ranger Station. Da könnten wir natürlich mal hin, könnten da unser Glück versuchen. Ich gehe mal noch, solange es noch ein bisschen hell ist. Ja gut, müsste ich eigentlich überleben. Ansonsten habe ich auch noch ein bisschen was an Heilung dabei. Und jetzt gibt es erstmal, darfst du eins aufs Maul. Mann. Das müssen auch noch poppen. Poppen? Ich wollte gerade ernsthaft sagen, das sollten sie auch noch poppen. Fixen natürlich. Mann. Alter. Das sollten sie auch noch poppen. Ist klar. Ja. Hier sehen Sie, auf der rechten Seite sehen Sie einen müden Hubert, der versucht eine Aufnahme zu machen. Ach, das ist nun wieder so eine Scheißnaut. Was wollen Sie eigentlich? Wir haben geschlossen. Mann. Flicks und zugenäht. Und was geht denn hier ab? Achso, das sind die Schatten. Sind das Schatten oder... Alter. Das sollen Schatten sein. Ah, nee. Das ist, oh. Meine ich das nur oder wurden das gerade mehr? Egal, komm. Wirft der zum... Egal. Nein, das ist ein Zombie, der da steht. Nur weil ich nicht getroffen habe. Naja. So, das war's dann auch. Würde ich sagen, oder? Was ist das? Jetzt kann ich ja rein, jetzt kann ich ja mit meinem Charakter. Kann ich ja jetzt hier. Nee, doch nicht. Den kann ich ja jetzt eine Flashlight mitgeben. Haha. Dann geben wir dem jetzt nämlich eine Flashlight mit. Ja. Mensch, Hubert, jetzt ist ja deine M4 weg. Du Armer. Wie gesagt, ich werde bestimmt viele noch finden. So ist das ja nicht. Werd bestimmt noch so viel erleben in der Welt von War Z. Da kommt es auf die Waffe auch nicht mehr an, ganz ehrlich. Man kann ja mal sehen, vielleicht, ne? Habe ich ja Glück. Das wollte ich eigentlich jetzt so nicht. Ich meine, vielleicht habe ich ja Glück. Und
Wenn ich das nächste Mal spiele, kriege ich dann 10, 20 Waffen. Ich glaube, da wäre weniger dran, aber ey, man weiß es ja nicht. Upsala, jetzt fällt mir alles aus der Hand, du. Ich nehme nämlich immer in Ladezeit, nehme ich immer was in die Hand irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich nicht an der Maus bin, besonders an der Tastatur, dann nehme ich was in die Hand. Und meine Finger hier so aus. So, ne? Ich ja übel. Ach scheiße, jetzt ist ja wohl das auch nicht mehr los als auf dem anderen. Und das, wir haben eine Flashlight dabei. Meine Güte, die kann ich mir auch noch kaufen für 15 Dings dafür. I have no gun and nothing. Oh. Er hat keine Waffe und nichts. Was müsste da eigentlich? Müsste es das? Ja, nein. Don't shoot me, friendly. Ja, wie gesagt. Pinky Winky. Es ist eigentlich intelligent hier in die Nähe der Schüsse zu gehen. Was liegt denn da? Ein Hut. Verdammt, die sind ja so enorm selten. Und warum geht der Hubert hier gerade lang? Schon wieder ein Hut. Mann. Ich bin so froh, dass ich diese Hüte hier alle finde. Leider Gottes kann ich sie nicht aufheben. Scheiße. Jetzt könnte man ausnahmsweise mal eine scheiß Waffel gebrauchen. Genau, eine Schusswaffel. Dann das. So. Hier an der Wand. Es ist gut. Wenn mich der Zombie hier sieht, dann, naja. Bin so oder so gearscht. Von daher gehe ich jetzt einfach. Harems in Ridgeway, Jenkins in Witz. Psyche, was geht denn hier? Okay. Pow Pow 3. Oder Pow Pow 3. Ich wollte jetzt gerade mich eigentlich hinstellen. Aber gut. Gut zu wissen, dass ich das nicht machen sollte. Wenn ich leben will. Ich spiele viel zu auffällig eigentlich. Ich muss mal mehr sowas hier machen eigentlich. Also mal so ein bisschen schleichen und alles. Und nicht immer nur reinrennen, töten, rausrennen, töten, reinrennen, töten. Sondern ein bisschen ruhiger. Mit Ruhe zum Erfolg. Jetzt bin ich mir gerade überhaupt nicht sicher, ob das hier auf der Seite ist, das Gebäude, oder vielleicht doch auf der anderen. Ja, ich weiß, dass ich jetzt gerade gehe. Ich glaube, das ist nämlich auf der anderen Seite. Ich bin mir aber nicht sicher. Ah, Painkillers. Oh, Antibiotics. Sieht aber beinahe so aus, als wäre es auf der anderen Seite. Oh Mann. Ja, okay, da müssen wir halt einmal komplett rum. Das habe ich auch nicht stören, ja. Das habe ich auch nicht täuschen, wollte ich gerade sagen. Das also zuerst war. Anni, da ist es ja.
Gott sei Dank, da ist es ja. Gehen wir am besten hier lang. Aber wenn ich jetzt gleich mal einen Trick. Wo kommst du denn her? Ah, fuck. Ah, fuck. Was ist das denn? Das Gebäude kenne ich gar nicht. Scheiße. Dann können wir doch keinen Trick verwenden. Wir können nur vorne rein und vorhin wieder raus. Und hier können wir auch nur einen Typen zu Tode knüppeln. Mann. Scheiße, ey. Dann freut man sich, dass man das Gebäude doch noch gefunden hat, aber dann ist es da doch nicht. Scheiße. Das Gebäude hier ist eh total sinnlos, meiner Meinung nach. Was ist da? Ach, sag bloß, das ist der Mond. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt sterbe, ist es auch egal eigentlich. Wie gesagt, ich habe Antibiotics und eine Flashlight dabei. Gut, die Antibiotika, die sollen ja ganz gut sein. Aber Leute, von Waffen, also waffentechnisch her, ist es eigentlich egal, ob ich jetzt verrecke oder lebe. So gut geht's mir nicht und wird's mir danach auch nicht gehen. Ich würde ganz gerne hier lang, so. Okay. Leichen. Es sind immer noch 36 Leute drauf. Ich frage mich, warum wir jetzt so viele spielen. Wir haben mitten in der Nacht, ey. Also wirklich mitten in der Nacht. Mit wirklich mitten in der Nacht meine ich auch wirklich mitten in der Nacht. Ah, gleich schon 1 Uhr. Das heißt, ich habe auf jeden Fall eine Stunde aufgenommen. Jo, da ist das Gebäude. Soll ich mal hier durchgehen? Vielleicht finde ich einen Hammer. Wenn ich hier drin eh nicht mit der... Also in der Stadt jetzt meine ich... eh nicht mit der leuchtenden Flashlight rumrennen kann, dann kann ich auch dann genauso gut einen Hammer nehmen. Ich glaube, ich kämpfe mich erstmal. Beziehungsweise ein Hammer wäre natürlich sinnvoller als die Taschenlampe, weil wie gesagt... Scheiße. Na komm. Ich gerade ein Fragezeichen machen. Hoppa, 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 hoppa. War es vielleicht ein Fehler, ihm zu schreiben? Hoppa. Er ist auf jeden Fall neutral. Scheiße. Ich weiß nicht, wo bin ich denn? Ach komm, warte. In Campus City. Come baby. Nein, das schreibe ich jetzt dann erstmal nicht mehr. Wir lügen jetzt einfach mal.